Herzlich willkommen, Frau Langer. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Sie sind CEO des 3D-Druck-Marktführers EOS. Sie haben heute zum Thema innovative Geschäftsmodelle für mehr Nachhaltigkeit in Industrie, Energiesektor und Logistik einen Vortrag gehalten. Um was für innovative Geschäftsmodelle ging es denn? Innovative Geschäftsmodelle entstehen derzeit vor allem im Zuge des digitalen Wandels, der gerade ja wirklich großer Teil der Wirtschaft und Gesellschaft ist und durch den sich Märkte innerhalb kürzester Zeit grundlegend verändern. Und die additive Fertigung stellt Verbindung zwischen der digitalen, also dem digitalen Zwilling und der physischen Welt dar. Und beschleunigt somit also Entwicklungsprozesse für neue Produkte, kann aber auch einen Beitrag zur Lagerhaltung von Komponenten und Ersatzteilen leisten. So was wir sehen, wenn es wirklich um konkrete innovative Geschäftsmodelle geht, dass viele unserer Kunden stärker in flexible, datenbasierte On-Demand-Produktion einsteigen, also wirklich dort zu produzieren, wo die Teile oder auch die Produkte gebraucht werden. Das haben wir jetzt auch während der Corona-Pandemie sehr anschaulich gesehen, wo eben durch die Grenzschließungen Lieferketten für wichtige medizinische Güter unterbrochen wurden und der 3D-Druck hier wirklich on-demand einen guten Beitrag leisten konnte. Was wir auch sehen, ist, dass es wirklich sehr stark um individualisierte Produkte und maßgeschneiderte Produkte geht. Das sehen wir besonders auch im Bereich von Brillengestellen, die auch sehr nachhaltig gefertigt werden mit eben bioabbaubaren Kunststoffmaterialien, wo es auch besonders darum geht, eine Überproduktion zu vermeiden. Und wir sehen auch Geschäftsmodelle für die gesamte Industrie wie Pay-per-Use, die immer interessanter werden. Das ist eben ein guter Weg für Unternehmen, die Erstinvestitionen in die Technologie oder ein System, Werkstoffe, die Ausbildung der Mitarbeiter eben mit zu reduzieren. Man bezahlt also durch die Nutzung unserer Systeme nur das, was auch produziert wurde. Und hier sehen wir eben einen großen Shift von sozusagen CAPEX zu OPEX-Ausgaben, was gerade kleineren Mittelständern sehr hilft, auch in diese Technologie zu investieren und sich nach vorne auszurichten. Sehr, sehr spannend. Um gerade mal beim Thema Innovation zu bleiben, Sie sind ja mit dem 3D-Druck in einem sehr innovativen Gebiet unterwegs. Und da würde mich jetzt interessieren, wie sorgen Sie denn in Ihrem Unternehmen für ein innovatives Umfeld und was ist dabei wichtig? Also zuallererst, und das ist auch etwas, was seit 30 Jahren schon sehr wichtig war, mein Vater auch sehr stark geprägt hat, geht es uns sehr stark darum, Entwicklungen gemeinsam mit Kunden voranzutreiben. Also zielgerichtete Innovation entsteht für uns vor allem dadurch, dass wir eng an unseren Kunden dran sind und deren Herausforderungen verstehen und unsere technologisches Know-how einsetzen, um mit ihnen gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Das ist immer eine ganz wichtige Säule für uns gewesen und das ist es auch nach wie vor. Wir tun das mit großen OEMs, auch mit kleineren Mittelständlern, Kunden, wo es wirklich darum geht, in strategischen Partnerschaften Technologie, Materialien weiterzuentwickeln, die wirklich eine wettbewerbsfähige Lösung für unsere Kunden darstellen können. Auch dieses Thema wirklich sich darauf zu konzentrieren, was tun wir selbst, was können Partner besser, also wirklich auch zu verstehen, was ist eigentlich so der Core USP der eigenen Organisation und wo investieren wir selber hinein und positionieren uns auch ganz stark. Natürlich ist das ganze Thema Software für uns wichtiger geworden, das ganze Thema externe Digitalisierung. Ich habe ja auch schon von Pay-per-Use-Modellen gesprochen. Wie können wir also auch selber digitale Businessmodelle anbieten? Und hier schreiten wir also auch, würde ich sagen, mit guten Schritten voran. Und ein ganz wesentlicher Punkt für mich ist natürlich auch das ganze Thema New Work, Remote Work, Diversity. Wie arbeiten wir zusammen? Wie fördern wir unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Geschlechter? Wie stellen wir eine stärkere Balance auch in Führungspositionen zwischen Mann und Frau her? Das ganze Thema Distributed Leadership, darunter verstehe ich eben nicht sehr hierarchisch eine Organisation zu führen und immer nur die wichtigsten Entscheidungen an der Unternehmensspitze zu treffen, sondern eben auch die eigenen Mitarbeiter zu befähigen, die Entscheidungen, die sie selber gut tragen können und die
die, an denen sie nah dran sind, auch selbst, selbst zu tun und damit eben sich auch in diesem Thema Empowered Leadership und Distributed Leadership stärker, auch gesellschaftsfähiger aus meiner Sicht für die jüngeren Generationen aufzustellen. Und der letzte Punkt, der mir eben auch sehr wichtig ist, ist, dass aus meiner Sicht Innovation auch heißt, welchen Sinn geben wir unserer Arbeit? Und deswegen ist das ganze Thema Purpose, Sinngebung, Zweck eines Unternehmens für mich sehr wichtig. Warum gibt es uns? Und auch hier haben wir in den jüngeren Generationen eine sehr starke Entwicklung, nach Sinn zu suchen und auch Sinn sehen zu wollen von Organisationen. Und hier haben wir eben vor einigen Wochen das ganze Thema Responsible Manufacturing gelauncht, wo es wirklich um eine verantwortungsvolle Produktion geht, an die wir ganz fest glauben, die wir mit additiver Fertigung realisieren können. Und auch das ist etwas, was ich als Innovation auch in Organisationen sehe, sich stärker auch nach der Sinnhaftigkeit einer Organisation auszurichten und hier eben auch einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Frau Lange, Sie werden auf Ihrer Unternehmensseite mit folgenden Worten zitiert: Mit unserer Technologie möchten wir nicht nur wirtschaftliches Wachstum fördern, sondern gleichzeitig einen positiven ökologischen und sozialen Beitrag leisten. Da würde mich interessieren, welchen ökologischen Beitrag kann der 3D-Druck denn leisten? Ja, von jeher war unsere Technologie im Vergleich zu konventionellen Technologien, wenn wir die gesamte den gesamten Produktlebenszyklus anschauen, nachhaltiger. Da wir einfach deutlich ressourceneffizienter bauen können, dadurch, dass wir eben Schicht für Schicht Teile und Produkte fertigen können und nicht wie in konventionellen Fertigungen eben Ressourcen erstmal einen Block haben und dann herausfräsen müssen, als ein Beispiel. Und diese Technologie, unsere Technologie spiegelt dadurch sehr gut die Prinzipien der Natur wider, also aufbauen statt abtragen. Es entstehen also weniger Abfälle als bei konventioneller Fertigung. Und der Rest dieser Materialien, die verwendet werden, um eben diese Schichten aufzubauen, kann auch wiederverwendet werden. Also die Auffrischrate ist wesentlich höher als bei konventioneller Fertigung. Es können komplexe und gleichzeitig sehr leichte Bauteile gebaut werden, die eben in der Luft- oder auch Raumfahrt zu erheblichen CO2-Einsparungen führen. Und was uns da besonders eben wichtig ist, ich hatte das ja schon angesprochen, wirklich dieses Thema verantwortungsvolle Produktion und einen positiven ökologischen, aber auch sozialen Impact eben nicht als nice to have zu sehen, sondern wirklich als Unternehmenszweck. Wir sehen auch, dass immer mehr Kunden, besonders in der Automobilbranche, aber auch in dem Konsumentenbereich, stark danach fragen. Wir sind auch im Medizinbereich sehr umtriebig, haben viele Kunden, die besonders individualisierte Lösungen anbieten. Und insofern ist es aus meiner Sicht sehr klar zu sehen, was wir hier leisten können. Und wenn wir jetzt auch noch die Digitalisierung uns ansehen und verstehen, wie das alles eingebettet werden kann, dann sehen wir eben auch, dass wir durch die dezentrale Fertigung eben nicht Teile um die Welt fliegen müssen oder um die Welt schiffen müssen, um sie an den Ort zu bringen, wo wir sie wirklich an Mehrwert generieren können und damit natürlich auch enorme CO2-Einsparungen realisieren können. Aufbauen anstatt abzutragen, das bringt das, glaube ich, ziemlich gut auf den Punkt, wieso der 3D-Druck einen guten Beitrag leisten kann, ökologischen Beitrag. Frau Lange, Sie haben heute an einer Diskussion darüber teilgenommen, wie weit uns die Digitalisierung an das Ziel einer klimaneutralen und ressourcenschonenden Wirtschaft bringen kann. Was meinen Sie denn? Wie weit kann uns die Digitalisierung bringen? Also ich glaube, dass die Digitalisierung hier auf jeden Fall befähigt. Ich meine, wir haben das ja jetzt schon gesehen, während der Pandemie. Auf einmal sind alle zu Hause geblieben. Wir selbst hatten enorme Einsparungen intern auch, weil natürlich wesentlich weniger Mitarbeiter um die Welt geflogen sind, um Meetings abzuhalten. Und wir haben auch gesehen, dass eben sehr viele Unternehmen verstanden haben, dass das ganze Thema resiliente und flexiblere Lieferketten sehr, sehr wichtig werden wird, um eben solchen globalen Pandemien auch in Zukunft dafür vorbereitet zu sein. Und hier hat natürlich Digitalisierung einen Weg geebnet, dass unsere Technologie ganz anders eingebettet werden kann in Fertigungsabläufe. Wir haben ja eben den Digital Twin, den ich um die Welt schicken kann und dann über sozusagen die Connectivity, die es zu unseren Maschinen gibt, auch leicht drucken kann. Wir können natürlich auch die ganzen
Produktionsabläufe automatisieren und sehen da, dass wir natürlich einfach eine gewisse Einsparung auch, die wir ja als Kern in unserer Technologie auch kennen und weiter ausbauen, in diesem Zusammenhang auch wirklich auch gerade dieses Nachhaltigkeitsthema und die Nachhaltigkeitsziele zum klimaneutralen und eben auch ressourcenschonenden Wirtschaften auch einen großen Beitrag leisten können. Ich hatte es vorher auch schon angesprochen, dass es ja am Ende wirklich um flexiblere und dezentrale Fertigung geht, um ressourcenschonenden Werkstoffeinsatz. Und hier haben wir sehr viel zu bieten. Und Digitalisierung macht dies eben auch möglich und befähigt unsere Technologie, wirklich ihr Potenzial zu entfalten. Frau Langer, vielen Dank für das spannende Interview. Herzlichen Dank. Schönen Tag Ihnen noch.